Hallöchen meine Lieben und willkommen zu diesem neuen Video. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran, dass ich vor, ich glaube, 2 Jahren mal ein Video zum Thema Löwenzahnhonig und Marmelade selbst herstellen gemacht habe. Ja, natürlich, da ich jetzt zuckerfrei lebe, ist das so nicht mehr möglich und ich habe jetzt die Tage sehr viel Löwenzahn wieder auf den Wiesen gesehen und da ist mir die Idee gekommen, dass ich das doch mal irgendwie zuckerfrei versuchen könnte. Und genau das werde ich heute in diesem Video machen, allerdings nur mit Marmelade. Ich habe mir 3 verschiedene Varianten überlegt. Zum einen werde ich das mit klassischem Gelierzucker machen, einfach damit ich auch den Vergleich dann hinterher habe, die Konsistenzunterschiede eventuell sehe, falls welche vorhanden sind und das einfach so ein bisschen miteinander vergleichen kann. Und dann noch 2 andere Varianten, die halt eben keinen Zucker enthalten, wenn man nicht unbedingt möchte. Oder man kann halt eben Agavendicksaft oder irgendwie sowas dazu nehmen. Und ja, das werde ich heute mal probieren, unter anderem mit eben Löwenzahn. Und dann mit einer klassischen Erdbeermarmelade. Und ich werde das Ganze mal filmen und mal gucken, wie das Ganze so funktioniert. Und ja, ich hoffe, es funktioniert. Wir verwenden hier nur die Löwenzahnblüten. Diese vorher natürlich gut abwaschen. Ich habe jetzt hier die 2 größten Töpfe genommen, die ich hatte. Ich weiß nicht, was die für ein Fassungsvermögen haben. Aber die füllt man dann einfach mit Blüten auf und gießt dann so viel kochendes Wasser darüber, bis die Blüten gerade bedeckt sind. Das Ganze muss dann kochen. Das Ganze sollte mindestens 15 Minuten kochen, optimal wäre eine halbe Stunde, um das Aroma herauszuziehen. Die Blüten werden dann herausgefiltert, die brauchen wir nicht mehr. Das hier ist jetzt die Gelierzucker-Variante, das macht man dann einfach nach Anleitung. Ich weiß nicht, ob es bei jedem Gelierzucker gleich ist, deswegen einfach an die Anleitung halten. Je nachdem, wie viel Flüssigkeit man hat, muss man dann eben mehr oder weniger von dem Gelierzucker hinzugeben. Das steht aber dann alles auf der Verpackung. Ich musste meinen jetzt dann hier auch nur noch ganz kurz aufkochen und dann war es eigentlich schon fertig. Bei der 2. Variante gehe ich genauso vor, mit dem Unterschied, dass ich keinen Gelierzucker verwende, sondern eben das Pektinpulver. Auch hier steht bei mir eine Anleitung bei, wie viel Pulver man für wie viel Flüssigkeit braucht. Dann einfach daran halten und nach Anleitung dann eben zubereiten. Das Ganze wird dann hier verrührt und ich habe schon gemerkt, dass es ganz schlecht zu verrühren ist. Es löst sich kaum auf. Dazu stand aber auch nichts Genaues in der Anleitung. Also wenn ich was falsch gemacht habe, dann ist es deren Schuld, weil die es nicht auf die Verpackung geschrieben haben. Jedenfalls musste man da schon eine Weile rühren, also so kann ich schlecht einschätzen. Dann hat sich das aber auch aufgelöst. Wir haben das Ganze hier jetzt noch mit ein bisschen Xylit gesüßt. Wir haben nur ein kleines bisschen hinzugegeben, weil wir es nicht zu süß haben wollten. Dann einfach nach Geschmack süßen oder komplett weglassen, wie man möchte. Ich sehe nichts. Hör mal auf zu rühren. Also, das hat sich jetzt größtenteils aufgelöst, ne? Nee. Man muss aber schon so irgendwie 20 Minuten rühren. Ja, so 5 Minuten mindestens ununterbrochen rühren, bis sich das auflöst. Aber dann. Ja, sieht schon ziemlich gut aus. Geht's. Ja, dann mach mal Deckel drauf und dann lass das mal kochen. Soll ich nicht weiter rühren? Nee, ist doch okay. Aber ich mag rühren. Das Ganze soll man dann nochmal aufkochen lassen. Und dann lassen wir auch die 2. Variante etwas abkühlen, bevor wir sie in Gläser füllen. Ich habe jetzt hier einfach 2 Hände voll gefrorener Erdbeeren in einen Topf gepackt und die Flüssigkeit, die man da sieht, das kommt vom Auftauen der Erdbeeren. Also ich habe da nichts zusätzlich noch hinzugegeben. Ja, diese 3. Variante machen wir mit pflanzlicher Gelatine. Agar-Agar nennt sich das oder Agartine, je nach Marke. Auch da steht wieder genau drauf, wie man es anzuwenden hat. Einfach daran halten. Die Erdbeeren habe ich auftauen lassen und sie dann im Mixer püriert. Das Ganze dann in einen Topf gegeben und dann wird die Agartine dazu geschüttet und das Ganze umgerührt. Dann kurz aufkochen lassen. Alle 3 Varianten haben wir kurz etwas abkühlen lassen, haben sie aber dann trotzdem noch in heißem Zustand in die Gläser gefüllt. Ja, die Unterschiede sind doch schon etwas stärker. Also der klassische Gelierzucker natürlich, perfekte Konsistenz, kann man nichts zu sagen, wirklich top von der Konsistenz. Nicht zu weich, nicht zu flüssig, nicht zu fest, super top. Bei der Pektin-Variante. Ich hatte mir da extra so ein hochwertiges von Amazon bestellt. Die Konsistenz ist ganz okay. Hätte noch einen Tacken fester sein können, obwohl ich da schon extrem viel reingemacht habe. Also ich habe erst sehr wenig genommen, so viel wie auf der Verpackung drauf stand. Dann wurde es aber irgendwie nicht fest. Dann habe ich mehr reingetan, deutlich mehr. Und irgendwann hatte ich den ganzen Pott da drin. Und dann ist die Konsistenz auch okay gewesen. Aber verhältnismäßig ist das natürlich dann sehr, sehr teuer. Ich weiß nicht genau, was da schiefgelaufen ist. Dass ich da viel mehr brauchte, als auf der Verpackung stand. Keine Ahnung, auf jeden Fall würde ich diese Variante definitiv nicht mehr wählen, weil es halt natürlich dann noch ein extremer Kostenfaktor ist. Am besten hat mir
die Agar-Agar-Methode gefallen. Agar-Agar kriegt man, ist ein pflanzliches Geniermittel, ist bei den Backzutaten im Supermarkt. Also habe ich sowohl bei Netto, Edeka und ich weiß nicht wo sonst noch überall gesehen. Da kommt man relativ gut ran. Es ist verhältnismäßig günstig und einfach zu bekommen und zu machen. Deswegen ist es meine persönliche Lieblingsvariante. Wobei hier bei mir, bei meiner Variante jetzt noch ein Tacken fester hätte nicht geschadet. Es ist jetzt noch eine relativ flüssige Marmelade. Aber es ist in Ordnung, also bin ich voll mit zufrieden. Vor allem hier kann man natürlich variieren, ob man Süße dabei haben möchte oder eben nicht. Wenn ja, was für welche. Man kann Xylit nehmen, Agavendicksaft, Kokosblütenzucker, es weglassen. Man kann normalen Zucker nehmen, Fruchtzucker nehmen. Was auch immer, das finde ich eigentlich ganz gut. Ich werde das auf jeden Fall demnächst im Sommer dann auch nochmal mit anderen Früchten probieren. Man kann ja aus nahezu allem irgendwie Gelee oder Marmelade herstellen. Ich fand das Experiment auf jeden Fall mal ganz interessant. Jetzt weiß ich wenigstens, was für mich dann das richtige Geliermittel ist. Der Gelierzucker ist für mich nicht ganz so optimal. Der bestand aus Pektin und Fruchtzucker. Bei Fruchtzucker ist es ja immer so eine Sache. Natürlicher Fruchtzucker, wie zum Beispiel der natürlich vorkommt, in zum Beispiel Äpfeln oder so, der ist jetzt nicht das Problem, aber künstlich hergestellter ist eben das Problem. Der ist nicht so gut. Sollte man dann auch besser meiden. Also ich für meinen Teil dann auf jeden Fall. Deswegen kommt Gelierzucker für mich nicht in Frage. Aber dieses Agar-Agar finde ich ist ganz okay. Das kann man machen. Ja, und um es mal gemacht zu haben und zu verschenken natürlich. Habt ihr es eigentlich auch schon mal selber gemacht mit diesen Zuckerersatzprodukten, also ohne Gelierzucker und Kristallzucker? Wie hat das bei euch funktioniert? Ja, ich bin im Großen und Ganzen eigentlich zufrieden. Wenn auch nicht zu 100%, aber es ist noch ein bisschen ausbaufähig. Das war jetzt auch das erste Mal. Ich musste erstmal ein bisschen rumgucken. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich mit euch nach oben freuen. Ja, Anregungen, Feedback gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns demnächst wieder. Macht's gut. Tschüss.